Gute Idee. Oh, jetzt ist es ab. Die schreien quasi danach, gepflückt zu werden. Die sehen aus, als wollten sie gepflückt werden. Die kommen gleich in den Brombeerkorb. Die sehen auch aus, als wollten sie gepflückt werden. Eine meiner leichtesten Übungen. Oh. Da habe ich aber gut was runtergeknüppelt. Ich habe jetzt einen ganzen Korb voll mit Brombeeren. Dafür will ich aber das erste und größte Stück Brombeerkuchen bekommen. Mama! Ja? Ich habe dir einen ganzen Korb voll Brombeeren gesammelt. Danke, Jerry Schatz. Dafür bekommst du auch das erste Stück Brombeerkuchen. Juhu! Moment! Nur das erste? Und das Größte, Jerry. Da ist der Haushalt der Familie Haselnuss knapp einem diplomatischen Zwischenfall entgangen. Huh? Was war das denn? Irgendwas da drin bewegt sich. Oh, heiliger Bimbam! Okay, nur Mut. Solange es kein Gremlinwolf ist, habe ich nichts zu befürchten. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Ganz vorsichtig. Was war das denn? Der Brief ist einfach in meine Tasche geflogen. Ein fliegender dreieckiger Brief? Und dann auch noch ohne Absender. Mal sehen, was drin ist. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm... Mit diesen Kreidesteinen kann man echt gut zeichnen. Hier drauf kann man sicher super mit dem Kreidestein zeichnen. Ich werde das Symbol aus dem fliegenden Brief zeichnen. So. Nanu, Eichhörnchen. Wie süß. Sieht fast so aus, als ob sie mir was sagen wollen. Und da sind sie schon wieder weg. Sieht aus, als hätten sie da bei den Pilzen etwas liegen gelassen. Wie merkwürdig. Die Eichhörnchen haben hier im Pilzkreis ein Stück Baumrinde zurückgelassen. Das nehme ich besser mit.
Krümelkalkstein auf Felsplatte. Eine Installation von Jerry Haselnuss. Was soll ich einstecken? Aha, das geht echt in die Arme. Zack, den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Knallen wird der bestimmt nicht mehr. Da kommt schon das Schwarzpulver raus. Den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in 10... Passt. Schwarz und Weiß ergeben Grau. Wie bei meinen Bildern im Kunstunterricht. Wer wirft denn hier einfach sein... Unglaublich... Ist drin. Auch drin. Damit kann man 3 Bäume wachsen lassen. Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Wow, dieser Koffer ist schon weit herumgekommen. Timbuktu, Hongkong, Raven Hollow, New York. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarow steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Oh, heiliger Bimbam! Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Der große Zarow. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarow der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh, oh. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt.